Okay, kleines Video vom hydraulischen Umformen von Hülsen. Wir haben hier eine Lapua-Hülse Kaliber 6 mm Benchrest Norma und ich habe hier ein abgeschlagenes Zündhütchen reingesetzt, den Hülsenhals ein bisschen gefettet. Das ist ein spezieller Hülsenhalter. Wie man sieht, ist unten das Zündhütchen-Ausstoßloch verstopft und das ist eine spezielle Matrize hier. Diese Matrize ist innen drin ein kleines bisschen größer geformt als 6 mm Dasher. Ich fülle es hier oben in die Matrize. Über diese Matrize fülle ich jetzt in die Hülse Wasser ein. So. Und setze jetzt hier oben diesen Stempel drauf. Mal. Und dann verpasse ich dem Ganzen ein paar Schläge mit dem Hammer. Das müssen entschlossen ausgeführte Schläge sein. Und wir sehen, die Hülse sieht jetzt ganz anders aus. Jetzt messe ich kurz, ich will jetzt daraus keine Wissenschaft machen, aber 1,2 Zoll ist mein Mindestmaß. Diese Beulen hier oben werden dann später, in einem späteren Schritt beim Kalibrieren, wird das wieder ein bisschen zurückgesetzt und sieht dann aus wie eine 6 mm Dasher-Hülse. Das heißt, beim hydraulischen Umformen wird die Hülse ein kleines bisschen größer gemacht als 6 mm Dasher, damit sie beim Kalibrieren dann wieder auf den Standard Schulterwinkel zurückgesetzt werden kann. Ich kann ja nochmal eine machen. Das ist eine Sauerei einfach gerade hier. In der kalten Jahreszeit super nervig. So. Gucken wir mal. Eins Komma zwei. Reicht aus. Die erste Verschießrunde wird sowieso ein kleines bisschen noch restumformen, aber nach dem ersten Mal verschießen sollte ich dann wirklich perfekt umgeformte Hülsen haben. Und das erste Verschießen sollte schon relativ nah am finalen Ergebnis sein.